Das Tolle an der roten Feuerkraft ist, du kannst damit wirklich alles kaputt speien. Außer festen Bestandteilen, wie dem Boden oder so. Du hast einfach alles, ne? Ja, die Kiste hier zum Beispiel auch. Aber mein Feuer habe ich gerade eben für diese Ritterrüstung verschwendet. Und wenn ich schon hier bin, kann ich die Kiste auch anschmeißen. In Love the Castle habe ich noch davon geredet, wie Verschwendung das ist, so viel Sprengstoff für eine Kiste und einen Edelstein zu nehmen. Wirtschaftskrise, Umweltkatastrophe steht bevor, aber so viel Sprengstoff für eine Kiste brauchen. Ja, Kosoko. Hey, Spyro. Alle Drachen wissen, dass der Kuss einer Elfe magisch ist. Er kann deine Feuerkraft steigern. Ich weiß, dass er die Feuerkraft steigern kann. Das hätten wir jetzt nicht gedacht. Nee, ehrlich nicht, ey. Siehst du, der steckt mit seinem Kopf zu. Hält seinen Schädel in der Hand. Oh, hier in der Wurmgewebe ist auch noch Edelsteine. Hier sammle ich natürlich auch einen. Oh, ich habe ein Leben gehört. Da. 39 Leben. Yep. Ich glaube, am Ende von dem Let's Play werde ich einen Death Counter machen, bevor ich in den Bonus-Level gehe. Mal sehen, wie viel ich verbraucht habe. Ganz genau, Kopf. Und das waren schon alle. Also schon fertig. Ah, so gut wie. Es gibt noch einige andere Ritterrüstungen, die nicht an der Stelle sind. Jetzt gehe ich hier oben rein und was finde ich da? Einen Supersprint. Ja, scheiße, scheiße. Nein. Oh. Fail. Epic Fail. Warum hat der Schweinepriester die X-Taste nicht genommen, ey? Er wollte den Schweinehund nicht überwinden. Ey, einmal in Love the Castle, ich glaube, das habe ich in dem anderen Teil schon gesagt. Da habe ich dann, mal so ein Ballonviehblatt gemacht, als ich schon alles durch hatte. Bin ich einfach mal in Love the Castle reingegangen, um Leben zu sammeln oder irgendwie so just for fun. So. Haben Ballonvieh angespeit. Da kam dann ein Leben raus. So. Was hab ich gemacht? Bin dem Leben hinterhergesprungen. Hat mir gar nichts gebracht. Leben verloren. Ja, nö, gar nichts. Leben verloren einfach. Hast das Leben nicht mehr bekommen? Nö. Huch, plötzlich bin ich lila. Achtung, aufgepasst, hier kommt Spyro. Hab Geduld, mein Junge. Du bekommst schon bald die Gelegenheit zum ultimativen Kampf. Der ultimative Kampf gegen Nasty Nog, ja. Dun, dun, dun. Er steht ungefähr so bevor wie, keine Ahnung. Ja, nach diesem Level muss ich noch den Boss-Level machen von Dreamweavers, dann habe ich es auch schon geschafft in dieser Welt. Und dann... Ah, was ist das denn? Und dann, ja, gibt es eigentlich nur noch... zwei Welten vor dem Boss und dann noch was. Wow. Das war so, knapp.
das. Muss man das halt so machen? Man muss das so machen. Anders kommt man da nicht hin. Richtig Glück hast du gehabt. Gute Arbeit. Ja. Ein bisschen was wissen muss man auch. Wenn man in der Luft ist so und dann Viereck drückt, dann fliegt man ein ganzes Stück nach vorn. Sobald ich auf die Stufen gehe, werden die Rüstungen erwachen. Eine nach der anderen. Ich muss also mit Highspeed da hochrennen, um hinter die letzte Rüstung zu kommen, den Zaubererplatz zu machen. Und da ist dann auch die eine Fee, die mich die ganze Zeit rot macht. Aber nur da. Da, siehst du? So, der schlägt zwar nicht zu, aber ich komme nicht an ihm vorbei. Irgendwie habe ich es früher mal geschafft, hinter so eine Rüstung zu kommen, aber dann kam ich da nicht mehr weg. Das war dieser eine andere Raum unten, wo nur Kisten standen. Also müsste man das wissen, um hochzukommen, ne? Sonst schafft man das nicht, oder? Ja, man muss wissen, dass man da mit Highspeed hochrennen soll, aber ich glaube, das merkt man auch so. So kann ich übrigens auch noch einen Supersprint machen. In Rot. So, und hier unten ist ein Loch, wo ich in diesen Raum zurückkomme. Das ist auch gut so, denn ich habe hier die Kiste vergessen. Es ist mir schon ein paar Mal vorgekommen, dass ein Edelstein runtergefallen ist. Den habe ich dann trotzdem eingesammelt. Ist der hergesprungen? Nö. Der war dann einfach drin, als er runtergefallen ist. Ja, geil. Ja. Sehr fair übrigens. Wäre doch blöd, wenn man die ganze Zeit neu starten müsste. Nur weil so ein blöder Edelstein runtergefallen ist. Du so, nein, das ganze Spiel jetzt will den Arsch. Ja, ohne auch nur einen einzigen Edelstein hätte ich das Spiel wahrscheinlich neu starten können. Sonst kommt man ja gar nicht ins letzte Level. Und die Fee kann mich nicht mehr knutschen, weil ich schon rot bin. Wieso? Du gehst mir fremd. Aber irgendwas habe ich vergessen. Oh ja. Ein Edelstein. Einen? 51. Achso, brauchen wir noch 500? Ja, es kommen immer glatte 100er Zahlen raus. Und ich weiß auch, wo ich den liegen lassen habe. Bei dieser einzelnen Kiste, ne? Ja, bei dem einen Teil, wo ich mit Glück draufgekommen bin. Mhm. Scheiße. Ich sollte nicht so viel failen, das zieht das Video nur in die Länge. Na, jetzt kommt endlich da hoch, ey. Autsch. Nein. Autsch. Naja, aber hier bin ich. Ja, aber hier ist das nicht eine Fähigkeit. Ah, die holst du dir jetzt einfach ganz schnell. Ja. Ist doch kinderleicht. Nichts, was ich nicht kann. One more kiss. Wenn ich jetzt Spyro vollkommen verführt, dass er jetzt die ganze Zeit rot bleibt. Spyro hat einen Dauerständer. So alt wie das Spiel schon ist, hätte ich eigentlich auch damit rechnen können, dass irgendeine Szene schwarz gezeigt wird. Du weißt, was ich meine. Halt, wo will ich denn hin? Wegen dem Scheiß bin ich doch erst wieder hier. Jetzt passt es immer noch nicht. Okay. Also irgendetwas läuft hier ganz, ganz falsch. Habe ich dich vergessen? Nein, ganz sicher nicht. Irgendwas ist hier doch nicht richtig, ey.
Gehen wir mal ganz zum Anfang zurück. Ich wette, da habe ich was liegen lassen. Wäre nicht das erste Mal. So. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Habe ich den Idioten hier liegen lassen? Ja. Den Anfangstypen. Kann passieren. Und jetzt einfach Level verlassen? Ja, kann man machen. Hat man trotzdem alles. Das ist das Schöne an dem Spiel. Man muss nicht zurück zu diesem Nachhause-Tor dackeln. So, und ich glaube, jetzt ist passende Zeit für einen Schnitt. Was meinst du? Ja, meine ich auch. Gut, bis gleich, Leute.